Brennnessel ist richtig gesund. Es hat sehr, sehr viele Eigenschaften. Blablabla. Und ich möchte gerne ein Experiment machen, eine Woche lang das einzunehmen, egal was für eine Form. Und wie viel Zeit kostet das, das zu pflücken jeden Tag? Was macht das mit meinem Wohlempfinden? Fühle ich mich gut? Bin ich fitter? Habe ich mehr Energie? Das sind so die Fragen, die ich mir so stelle, wenn ich das mache. Und ja, Leute, ich nehme euch heute mit, 7 Tage lang. Heute ist Tag 1 und wir werden jetzt erstmal Brennnessel pflücken. Ja, weil das ist ja der tägliche Alltag, wenn man Brennnessel pflückt. Man muss rausgehen dafür. Lasst uns anfangen. Ich habe Lust auf das Projekt. Wenn ihr auch da Bock drauf habt, schreibt das mir in den Kommentaren. So weiß ich, ich mache mehrere Projekte damit. Ja, Leute, weiter geht's. Ja, Leute, jetzt wird erstmal Brennnessel gepflückt. Was mir jetzt schon auffällt, ist, das Problem ist, Brennnessel erstmal zu finden. Da gibt es ja Möglichkeiten, zum Wald zu gehen, selbst von seinem Garten was zu pflücken. Und dann kommt das Problem ja auch, wo pflückt man genau, weil, ja, ist das immer sauber? Ich werde das jetzt hier waschen, dann bin ich auch auf jeden Fall auf einer gute, sicheren Seite. Ich habe jetzt hier gerade Brennnessel am Fluss gefunden, bin weiter reingegangen. Da ist es eigentlich sicher. Ja, ich wasche das jetzt erstmal. Und ja, ich habe jetzt nicht lange gebraucht. 2 Minuten? Voll cool. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil jeden Tag rausgehen und immer pflücken. Vielleicht pflücke ich dann morgen, Tag 2, ganz viel. Und dann versuchen wir das mal haltbar zu machen. Ich freue mich schon. Wir werden da jetzt erstmal was Leckeres rausmachen, Leute. So viel habe ich jetzt hier schon mal. Ist eigentlich gar nicht so wenig für so wenig Zeit. Ne, 2 Minuten gebraucht. Das werde ich jetzt erstmal waschen, Leute. Ich werde das hier einfach so zack hier runterpacken. Einmal hier rein. So. Und das werde ich jetzt 7 Tage lang machen. So. Jetzt kommt die nächste Frage, ist, wie bereitet man das zu und was für Möglichkeiten gibt es? Heute werde ich euch leider was Schlechteres zeigen, weil Tag 2, Leute, ich brauche ein bisschen Zutaten, so Bananen und sowas und Joghurt, aber heute das Brennnessel mit Wasser nur. Man kann auch ein Brennnesseltee rausmachen. Das zählt ja auch in den, ne, ich muss ja irgendwie Brennnessel zu mir nehmen, ne, irgendwie Smoothie, in der Suppe, Tee rausmachen. Es gibt viele Möglichkeiten. Heute zeige ich euch mal eine gesunde Weise, wie man das zunimmt. Und das mache ich eigentlich oft, aber da fehlt eigentlich ein paar Sachen wie Banane. Ich werde das heute mit Wasser nur trinken. Das wird sehr eklig. Aber für die Gesundheit, Leute. Und für die Durchblutung. Ein bisschen Wasser reinpacken. Misch das einfach. Problem ist, es könnte auch passieren, dass diese Brennnessel noch ein bisschen kribbelt auf der Zunge. Nicht mehr piekst, aber es kribbelt komisch. Das heißt, ihr könnt das auch rausfiltern. Ich werde das jetzt so machen. Ich trinke das jetzt einfach so. Totenkopf ist das Beste, glaube ich, Leute, oder? Weil es wird sehr, sehr eklig. Aber Leute, schreckt euch nicht ab. Es bringt euch nicht um. Es wird euch nur gesünder machen. Whoop. Tag 1, Leute. Alter, ekliger kann man Brennnessel nicht zubereiten. Deswegen, Leute, ich will euch nicht abschrecken. Ich will euch einfach nur gerade Grundbasis zeigen. Aber es kriegen wir viel besser noch hin in den nächsten Tagen. Ich werde kochen damit. Ich werde Tee daraus machen. Ich werde irgendwie Pulver rausmachen. Vielleicht irgendwie haltbar machen. Überrascht euch, aber Tag 1 muss erstmal so beginnen. Mhm. Da guckt mir Shima mich auch blöd an. Was machst du da überhaupt? Ja, ist okay. Ich trinke das jetzt aus, Leute, und berichte mal gleich, wie es so mit mir so ist mit der Brennnessel-Wassersaft.
Fazit am Tag 1. Es sieht so aus, Leute. Es schmeckt sehr, sehr eklig, so Brennnessel zu sich zu nehmen. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde dafür gebraucht, das hier wegzubekommen, weil mir einfach wirklich, boah, der Bauch und die Zunge müssen sich erstmal daran gewöhnen, an so bittere Sachen zu essen. Ich esse das schon oft, aber Wasser mit Brennnessel ist schon sehr hart. Wir machen das so, in Tag 2 werden wir das ein bisschen besser und schlauer vermischen, die Brennnessel, und dann schmeckt das auch lecker. Ja, es muss ich sagen, so jetzt finde ich, ich habe eine sehr konzentrierte, energieladende, energierische Konzentration. Ich bin sehr wach gerade und bin sehr happy und ich fühle mich irgendwie gut. Warte kurz! Und ich fühle mich wirklich gut dabei und es wirkt wirklich, keine Ahnung, mein Wohlempfinden fühlt sich wirklich gut an. Aber gut, Leute, Tag 2, ich bin gespannt. Tag 2, jetzt habe ich rauszugehen mit dem Fahrrad, weil ich habe überlegt, boah, so lange laufen, 20 Minuten ungefähr hin und 20 Minuten zurück, pflücken nochmal wahrscheinlich 10, 20 Minuten. Aber heute pflücke ich mal ganz, ganz viel und wir werden heute mal ausprobieren, die Sachen irgendwie haltbar zu machen, dass man nicht jeden Tag rausgehen muss, weil jeden Tag rausgehen für Brennnessel, das will keiner machen. Deswegen, wir sammeln heute ganz viel, machen wir die irgendwie haltbar und ich zeige euch und nehme euch einfach mit. Wir gehen jetzt erstmal auf dem Fahrrad und fahren erstmal zu einer sauberen Brennnessel-Ecke. So, ich bin jetzt angekommen, ja, mit dem Fahrrad ganz einfach 5-6 Minuten, hier nochmal 2 Minuten hinlaufen. Übelst geiler Platz, keine Sau hier, das heißt kein Mensch, der hier irgendwie rumpinkelt oder sowas. Und da muss man ja auch drauf achten. Ja, hier pflücke ich jetzt erstmal, weil die sind richtig saftig aus und in dieser Jahreszeit noch so gute Brennnessel zu finden, ist Hammer. Ja, lass uns pflücken, Leute. Was steckt drin in der Brennnessel, Leute? Ja, das Kraut hat es in sich, glaubt mir. Brennnessel enthalten zahlreiche Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Kalium, sowie Eisen und Silicium. Das lese ich gerade ab, Leute, weil ich kann mir sowas nicht merken. Darüber hinaus liefern sie reichlich Vitamin A und Vitamin C. Zudem sind Brennnesseln eine hervorragende pflanzliche Eiweißquelle. 100 Gramm Brennnessel enthalten rund 7 Gramm Protein und liegen somit etwa gleich auf mit gekochten Bohnen oder Kichererbsen. Interessant, was hier steht. Lassen sich auch die Samen der Brennnessel verarbeiten. Diese enthalten unter anderem die Omega-6-Fettsäuren sowie Nüsse, das habe ich jetzt reingepackt, Leinsäure und Vitamin E. Deswegen, Leute, voll geil einfach, was da eigentlich alles drin steckt. Was ich euch empfehlen kann, dass ihr immer 6 Blätter pflückt. Ne? Hier, guck mal, 1, 2 die kleinen, dann die mittleren, das sind dann schon 4 und 6. Weil immer die 6 sind immer am frischesten und die sind auch am leckersten. Die immer pflücken, geht nicht zu tief rein, tretet das nicht kaputt, weil dann bleibt das schon heile. Immer schon die Spitzen abpflücken und nehmt euch Handschuhe mit. Ich bin gar nicht dran gewöhnt, so viel Brennnessel zu pflücken. Ja, meine Hände sind ja so totgestochen gerade, aber müsste jetzt reichen, ich denke, für 3 Tage. Lass uns zur Küche mal gucken, was wir heute so machen mit der Brennnessel. Ich weiß es noch nicht, vielleicht ein Tee, vielleicht ein Brot oder irgendwas anderes. Mal gucken, vielleicht fällt mir was Cooles ein. So, gewaschen sind die auch schon mal. Ich mache mir das jetzt ganz, ganz einfach. Ich werde jetzt einen Teil einfrieren, weil man sagt ja, wenn man Sachen einfriert, bleiben die Vitamine viel besser enthalten, als wenn man das jetzt, sage ich mal, draußen stehen lässt oder im Kühlschrank. Und die zweite Idee ist, oh, eine Ameise. Hi. Stimmt, da müsst ihr auch drauf aufpassen. Es könnten Insekten drin sein. Aber ist schon mal gewaschen. Ja, dann Kühlschrank abdecken mit Folie. Und ja, eine Trockenform habe ich auch schon gemacht. Ich zeige euch das mal. Die Trockenform sieht halt so aus. Ist halt aus Pulver. Das, wenn ihr das sehen möchtet, wie das funktioniert, verlinke ich euch in der Videobeschreibung oder hier oben. Richtig cool. Aber wir werden heute einfach nur einfrieren, im Kühlschrank packen. Das müsste reichen, weil das müsste jetzt für 4 Tage reichen. Das müsste halten im Kühlschrank. Und genau. Lass uns anfangen. So, das kommt jetzt im Kühlschrank rein. Und das in die Kühltruhe.
Heute werde ich einen wunderschönen Brennnesseltee machen. Einfach mal heute sehr einfach. Ja, mal gucken, wie das schmeckt. Und der Tee ist fertig. Hallo? Ich habe Brennnesseltee frisch vom Zapfhahn abgezapft. Ich trinke jetzt mal ein bisschen, ne? Der Oktoberfest kann anfangen. Nein, Quatsch, Leute. Aber Brennnesseltee ist fertig. Ja, ich trinke den jetzt und mal gucken, wie das so wirkt bei mir. Leute, wir haben Tag 4. Ich hole es erstmal raus, weil ich habe Bananen heute geholt. Heute werde ich euch einfach kurz zeigen, was man noch mit da machen kann. Einfach einen Bananen-Brennnessel-Smoothie. Ja, hier sind die Brennnessel schon drin und ich werde jetzt eine Banane reinschmeißen. Und Wasser rein. Tag 4. Ja, ich trinke mal das mal. Oh, und das ist genießbar, Leute, genau. Das liebe ich halt bei Brennnessel-Bananen-Smoothie. Die Leute, die nicht Banane mögen, probiert es mit Mango aus. Aber sonst kann man das richtig genießbar runterbekommen. Voll geil. Und man hat viel Eiweiß, man hat viel Power für Sport und Training und so. Das ist, Brennnessel ist einfach Hammer. Welche heilende Wirkung hat die Brennnessel? In der Naturheilkunde kommt die Brennnessel zum Beispiel als Heilpflanze bei Harnweginfektion, eigentlich voll geil, ne? Und rheumatischen Erkrankungen zum Einsatz. Die Brennnessel gilt als stoffwechselanregend, harntreibend, entwässernd und durchblutungsfördernd. Im Labor ließ sich zudem nachweisen, dass Brennnessel-Extrakt die entzündlichen Prozesse bei Heuschnupfen allergischer, ach ernst, wusste ich nicht, hemmen kann? Hä? Wie geil, ich hab Heuschnupfen, wusste ich gar nicht, wie geil. Tag 5, Leute. Ja, ich habe mir jetzt einfach ganz schillimilli einen Brennnesseltee gemacht und wieder so einen leckeren Joghurt mit Brennnessel, getrocknete Brennnessel mit Kirschen drin. Ich glaube, das reicht mir erstmal, weil ich habe keine Lust, jetzt doch irgendwas zu kochen für Brennnessel. Wir haben ja noch 2 Tage, aber ja, ich finde, man merkt keinen Unterschied. Aber es ist geil, wenn man einfach so weiß, ey, man isst die ganze Zeit was Gesundes und... Und das ist halt nährhaft, ne? Das ist schon cool. Ja, ich drehe mich einmal und dann geht's zu Tag 6. Pschuh. Leute, Tag 6. Boah, ich bin gerade irgendwie 14 Kilometer gefühlt in 20 Minuten Fahrrad gefahren. Voll gestresst. Ja, ich habe hier erstmal meine Brennnessel rausgeholt. Ich mache da mir jetzt einen Smoothie mit Banane. Ich wollte das unbedingt heute noch machen, den Tag 6. Ja, wie geht's mir eigentlich dabei? Keine Ahnung. Ich fühle mich eigentlich generell voll gesund mit dem Gedanke, ey, ich esse die ganze Brennnessel, hab mein Eisen. Es ist gar nicht schlimm, das immer zu nehmen jeden Tag. Es stört gar nicht. Es ist wie so, wenn man irgendwie nebenbei irgendwie was isst und man hat da irgendwie, ja, Power und es steigt ja auch, dass man Power hat im Körper. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesen ganzen, was das mit dem Körper so macht, aber man sagt ja, die Männer haben mehr Adrenalin und haben mehr Power und Kraft, wenn die Brennnessel essen. Deswegen ist es halt geil. Bin gerade viel Fahrrad gefahren, mit Leichtigkeit, muss ich sagen. Vielleicht ist es mit der Brennnessel zu tun, ich habe keine Ahnung, aber ich werde das jetzt erstmal hier mischen, Leute. Ich hoffe, dass bis hier das Video euch gefallen hat. Morgen noch einen Tag, dann haben wir es endlich geschafft. Ich freue mich. Ist eine coole Gewohnheit, muss ich sagen, weil die eingefrorene Brennnessel ist immer noch nicht benutzt. Ich habe genug Brennnessel hier für die Tage und ja, man muss für eigentlich einmal richtig pflücken gehen und dann reicht das eigentlich. Schon cool. Alter, abonniert gerne und liked, wenn das bis hier euch gefallen ist. Tag 7 ist auch jetzt sehr nah für uns da. Tag 7, Leute, der letzte Tag. Ich möchte noch gerne mit euch einmal kurz noch was zeigen, was man mit der Brennnessel noch machen kann. Ich habe jetzt hier einen schönen Linsencurry mit Gemüse gemacht. Da würde ich jetzt die Brennnessel reinschnibbeln. Und ja, ich habe noch mal einen Grüntee gemacht.
Den kann ich euch auch kurz einmal zeigen. Ja, und dann geht's zum Fazit, wie meine Woche war, eine Woche lang mit Brennnessel. Fazit. Ja, Leute, ganz ehrlich, ich finde es wirklich sehr schön, einfach die Vorstellung zu haben, ich esse jeden Tag Brennnessel. Ihr habt ja gehört, was da alles drin ist und was für Wirkungen auch das auf den Körper hat. Und generell bemerke ich ja jetzt noch nicht viel innerlich, ne? Aber es passiert wahrscheinlich sehr, sehr viel innerlich, wenn man, sage ich mal, zum Arzt geht, einen Bluttest davor macht und danach. Und einfach diese Vorstellung auch, dass die Brennnessel eigentlich richtig viel Power hat und richtig Kraft gibt. Bin viel Fahrrad gefahren, heute fahre ich wieder ungefähr 24, 30 Kilometer. Genau. Was habe ich noch bemerkt? Es kann einfach sein, das zu sich zu nehmen, wenn das Essen lecker dabei ist. Ne? Ich habe jetzt so einen Curry noch gemacht am Ende, war auch sehr lecker. Der Tee, Brennnesseltee war lecker. Der Smoothie mit der Banane war lecker. Der Pulver im Joghurt war lecker. Es gibt coole Ideen, wie man Brennnessel nutzt. Und es hat mir gut getan. Und es fand ich gar nicht schwer, einmal rausgehen, Brennnessel gesammelt. Habt ihr ja gesehen, ich habe noch Brennnessel noch eingefroren. Das hat komplett gereicht. Und wollte euch einfach mal was Schönes zeigen, einfach ein motivierendes Video, was euch vielleicht motiviert, selbst es zu nehmen und einfach mal neugierig geworden seid auf so eine Art, ja, so eine Pflanze in seinen Alltag zu sich zu nehmen und ja, einfach voll viele Sachen gewinnen. So wie du kannst dir gefühlt 8-mal Salat sparen zu essen. Ne? Stell dir mal vor, du isst einen ganzen Kopfsalat, Eisbergsalat zum Beispiel, oder du isst so viel Brennnessel, wie ein Eisbergsalat wiegt und du hast 8-mal mehr. Das heißt, du sparst 8 Eissalatköpfe, sparst du dir halt. Nur diese Vorstellung ist einfach verrückt, weil die Brennnessel halt, hat halt 8-mal mehr die Inhaltsstoffe als der Eisbergsalat und viel andere noch Inhaltsstoffe, die auch noch dazukommen. Und es ist einfach nur ein übelster Powerbooster für unser Körper und für unser Geist. Und ich glaube, Tee ist eine richtig geile Sache für Leute, die einsteigen möchten. Und ja, das ist mein Fazit. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich fand es einfach nur cool. Ich mache das trotzdem immer weiter. Ich wollte es halt einfach mal jeden Tag nehmen, weil ich nehme das immer so zwischendurch. Einmal pro Woche, dann mal zweimal. Manchmal mache ich dies und das. Aber mal eine ganze Woche durchziehen, einmal einen Aussetzer, finde ich auch richtig cool, weil man halt die ganze Zeit Brennnessel im Körper und ha, mir geht's gut. Ich habe hier nochmal einen Brennnesseltee mit Guyusa und mit Mate gemischt, auch geil. Ja, Leute, wenn das Video euch gefallen hat, euch irgendwie motiviert hat, selbst mal zu sagen, komm, ich mache nicht diese Woche, aber ich gehe mal heute mal Brennnessel pflücken und probiere das mal, was der Knabe hier sagt. ja, einfach nur Leute, einfach nur cool. Passt einfach auf, macht die Natur nicht kaputt damit, pflückt einfach ein bisschen und macht da was Leckeres raus. Ja, Leute, seid vielfältig und probiert vieles mit euch aus. Sport, Nahrung, was auch alles es so gibt. Probiert euch vielfältig aus, weil das tut den Körper gut und den Geist. Haut rein, Leute. Schön, dass ihr zugeguckt habt.